zu 5%. Gehen wir mal Raika. Verpassring. Der Träger wird ein schlauer Kämpfer. Der Träger ist vor Licht geschützt. Okay. Salbei erhöht deine HP-Rate. Wer ist am bedürftigsten? Raika. Moment, da haben wir noch einen Verbena. Erhöht Agilitätsrate. Ah, machen wir noch mich noch ein bisschen schneller. Schneller zuschlagen ist auch was Gutes. Hallo Maus. Noch mehr Truhen. Basiliskenpanzer. Salbei gefunden. Apfelbonbon. Brauchen wir nicht. So. Oh Mann, Dark Mage ist da auch noch drin. Nein. Komm schon, Raika, hauen weg. So, verpiss dich. Das war jetzt schlau. Das geht doch wirklich schön zackig jetzt. So, hinter mich, ich mach das. Sehr gut, Raika. Ich halte mich mal schnell. Oder ne, Seelenfeuer, jetzt geht ja schneller. Oh je, wieder Fragezeichenwaffen. Ich weiß nicht, wohin damit. So, Tür ist auf. Etage 3. Was haben wir hier? Wahrscheinlich 12 Etagen. Ist ja auch der Turm der 12 Sterne, also wäre es logisch, wenn er 12 Etagen hätte. Oh Gott. 12 Etagen, voller Spaß. Udine! Latz! So, das hätten wir. Und Mann, geben die Gegner hier Kohle. Hier steht das alte Volkssang Lieder der Freude. Das ist nur so ein Rätsel. Dieser Status ist ein Knopf drücken. Da unten sind wahrscheinlich wieder Truhen. Aber das erfahre ich erst, wenn ich die Gegner hier platt gemacht habe. Die natürlich fies von hinten angreifen. Lalala. Ich brauche mal wieder was zu trinken. Bam. Und du bist schon wieder zu hoch für meinen Blutstoß. War ja auch klar. Aber du bist jetzt eh tot. Also mit diesen Korpsgegnern kann ich noch leben. Ah, hier ist noch eine Statue. Ja, das ist definitiv ein Lied der Freude. Kann man hier noch nicht mal in Ruhe trinken, ey. Tja, so ist das nun mal. Dankeschön. Jetzt werde ich wieder versteinert. Gefällt mir. Bam. So. Und
Dino lass dich weg. Und der Dark Mage erlebt jetzt ein rotes Wunder. Entbannt? Seit wann kann Con das? Jetzt stirb endlich, wunderbar. Ich muss noch kurz meine Techniken checken. Irgendwie sehe ich nicht. Nee, nicht Items. Technik. Gone. Dichter Nebel blendet die Gegner. Naja, das bringt mir jetzt. Ach stimmt, die entbannen kann die schon länger. Und still oder langsam kann die dann beseitigen. Ah, hier haben wir eine Truhe. Eine heilige Rune gefunden. Ah, egal, wir können eh zur nächsten Etage vordringen. Irgendwie wollen die nicht. Ja, drei auf einmal, das ist doch schön. Mensch. Ja, ich stehe zu weit weg. Mir fehlt da wieder ein Pixel. Aber bei Gegnern funktioniert das immer. So werden halt Spiele programmiert. So viele Fragezeichen Waffen, wie ich finde, kann ich bald einen eigenen Waffenladen aufmachen. Na, und wieder Phoenix. So. Funktioniert das endlich? Nein, anscheinend nicht. Ich brauche einen orangen Bonbon. So, auf die Reiker zaubert, braucht sobald auch eins. Okay, dann geht's nicht. So. Machst du endlich einen Abkratzer? Ich wäre dir sehr verbunden. So. Yay, Level Up! Da, da, da. Okay, ich habe erstmal genug TP. Mit denen muss ich jetzt ein bisschen vorsichtiger umgehen. HP sehen auch noch okay aus, aber eins fehlt noch. Hoffentlich kriege ich noch ein paar davon. Auf zur nächsten Etage. Turm der 12 Sterne, Etage 4. Hier steht das alte Volkszeichen Lieder der Ruhe. Da weiß ich doch, was zu tun ist. Ah, wieder diese Bringgans. Haha. Das bringt dir nix. Jetzt pass auf, zack. Na kommt schon. Jawohl, noch einer. Den macht Reiker platt. Wenn nicht, dann mache ich es. Und mein Mikrofon rutscht ständig hin und her, ey. Irgendwie will mich hier meine Peripherie total verarschen.
Jetzt weiß ich, welches Lied hier gesucht ist. Nein, das ist kein Lied der Ruhe. Aber ich glaube, das werde ich dann in der nächsten Etage brauchen. Ah, Truhen. Truhen sind immer gut. Irgendwie kommen trotz der heiligen Flasche viele Gegner. So, du bist weg. Du bist auch gleich weg. Davon muss ich erstmal ein bisschen vor. Natürlich mal wieder ein schönes Kampfhintergrundambiente. Passt voll und ganz zu dem Turm. Oh ja, Gnome wieder. Reikeld, Level up. Und oh mein Gott, ich habe keine Runenflasche, um die ganzen verdammten Orangenbonbon. Was für eine Flasche? Charmflasche. Mach dich attraktiver, damit bekommst du 30% Rabatt in Läden, behalten wir. Okay. Gehen wir mal auf die andere Seite, gucken, was da ist. Eigentlich sind die Räume anscheinend immer alle gleich aufgebaut. So, jetzt zu den Magiern. Darf ich auch mal? Aua. Ich komme wahrscheinlich nicht mehr dazu. Oh doch. Ein Piekser auf dich machen. Okay, nichts vergessen, ich habe den Golem gekillt. Hier ist Tür Nummer 1. Mit noch mehr Thron. Noch ein Basiliskenpanzer. Was machen eigentlich die Panzer? Also das Buch ist von Yamon. Gungir, Magierring. Da ist er. Wird als Medizin verwendet. Wollte ich schon mal sagen, sortieren wir die Items mal neu. Da ich mal wieder eine heilige Flasche benutze, öffnen wir jetzt ein bisschen. Also, da war ein Item drin, das ich nicht benutzen kann. Ich gucke mal auf die Uhr. Ja, so langsam wird es. Das muss jetzt die Statue sein. Ja, das ist ein schönes, ruhiges Lied. Aha, was weggelatzt. Falscher Zauber. Und schon werde ich wieder unterbrochen. Aber jetzt. Wunderbar. Nächster. Nein, das lasse ich nicht zu. Aua. Mensch. Oh, habe ich wenig HP. Danke, Con. Con nimmt Level ab und Barriere gelernt. Das haben wir doch schön, dass wir da Neues bekommen. Eigentlich will ich nicht zu den Items, sondern zu den Techniken. Und da ist so die Barriere. Er schafft ein magisches Schutzschild. Ah, werden wir nur bei Bedarf einsetzen. Aber wir kommen hier weiter. Nein! Komm schon,
Eine Etage schaffen wir noch. Weil wir jetzt wissen, was als letztes kommt. Dieses eine Lied von eben. Komm schon, Udine Rocke. Jawohl. Bam. So geht das. Jetzt noch die dritte Leiche besiegen. Wunderbar. Okay, Zeit wieder ein paar Orangenbonbons zu vergeben. Von ich kaum noch welche habe, das ist schlecht. Weil gegen Luna werden wir wahrscheinlich auch noch kämpfen müssen.